Hallo, in diesem Video geht es um die Gestaltung eines Schaubildes mit LibreOffice Draw. Wir beginnen mit den Vorüberlegungen, dann werde ich eine kleine Skizze erstellen, dann geht es zur Arbeit mit LibreOffice Draw, wo das Schaubild erstellt wird, und im letzten Schritt wird das Schaubild nochmal mit ClipArts modifiziert. Um ein Schaubild zu gestalten, brauche ich erstmal Informationen. Ich habe zur Informationsbeschaffung erstmal einen Text genauer gelesen und mir dabei Notizen gemacht. Diese Notizen sieht man hier. Es geht dabei um den Generationenvertrag. Der findet zwischen Kindern und Jugendlichen, den Erwerbstätigen und den Rentnern statt. Und zwischen diesen dreien bestehen halt bestimmte Beziehungen, die dargestellt werden sollen. Ich habe mir vorab schon eine kleine Skizze gemacht, wie das später aussehen soll. Dabei werden sowohl die Kinder und Jugendlichen, die Erwachsenen als Erwerbstätige und die Rentner separat dargestellt. Mit Pfeilen werden dann die Beziehungen untereinander beschrieben. Wir öffnen das Programm LibreOffice Draw. Zuerst speichern wir natürlich am richtigen Ort das leere Dokument. Ich habe mir noch einmal meinen Notizzettel geöffnet und sehe nun, dass ich drei Symbole brauche, um die Kinder und Jugendlichen, die Erwerbstätigen und die Rentner darzustellen. Man könnte dafür Formen wie ein Rechteck, eine Ellipse oder andere geometrische Formen nutzen oder auch hier ein Smiley. Ich habe mich dafür entschieden, das als Ellipse zu machen. Ich füge eine Ellipse ein, indem ich die linke Maustaste gedrückt halte und die Ellipse so weit aufziehe, wie ich sie von der Größe haben möchte. Wenn ich das nun habe, kann ich etwas in diese Ellipse hineinschreiben, indem ich mit der linken Maustaste zweimal auf die Ellipse klicke. Ich schreibe meinen ersten Text hinein, Kinder und Jugendliche. Jetzt merke ich, oh, die ist zu klein, die Ellipse, und ich überlege mir, ich hätte es gerne untereinander, also füge ich einmal die Enter-Taste ein und kann nun den Text dort hineinschreiben. Insgesamt gefällt mir die Farbe noch nicht. Wir könnten jetzt hier in der Seitenleiste die Eigenschaften von dieser Ellipse ändern, zum Beispiel die Farbe ändern. Ich hätte es gerne weiß und den Rand in schwarz. Nun haben wir einen Aspekt schon eingefügt. Nun kommen noch die Erwerbstätigen und die Rentner hinzu. Dafür markiere ich die Ellipse, die wir schon haben, drücke die Tastenkombination STRG C, um es in die Zwischenablage einzufügen, klicke irgendwo im Dokument mit der linken Maustaste hin, um die Auswahl zu lösen, und füge mit STRG V an der gleichen Position eine Kopie ein. Hier ändere ich natürlich gleich die Beschriftung in Erwerbstätige. Nun brauche ich noch eine Ellipse für die Rentner. Nun muss ich noch die Beziehung zwischen diesen drei Elementen herstellen. Dafür habe ich wieder mehrere Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel diese Blockpfeile benutzen oder ich benutze diese Verbinder. In diesem Fall benutze ich die Verbinder. Es sind verschiedene Arten dort. Hier haben wir zum Beispiel Kurvenverbinder ohne Pfeil. Hier haben wir Kurvenverbinder mit Pfeilen an einer Seite oder einen Kurvenverbinder mit Pfeilen an beiden Seiten. Ich nutze jetzt diesen Kurvenverbinder. Jugendliche werden zu Erwerbstätigen. Kinder und Jugendliche werden zu Erwerbstätigen. Das wird dann dieser Pfeil. Ich füge gleich einen nächsten Pfeil noch ein. Erwerbstätige werden zu Rentnern. Und was haben wir noch? Wir haben Kinder und Jugendliche erhalten Unterhalt, Erziehung, Ausbildung und Pflege von den Erwerbstätigen. Und die Erwerbstätigen finanzieren das Altersruhegeld durch Steuern. Nun sind die Pfeile schon mal eingefügt, aber es fehlt noch die Beschriftung. Dafür wählen wir den Pfeil aus, der bearbeitet werden soll, und klicken wieder mit der linken Maustaste doppelt darauf. Hierbei muss man aufpassen, dass durch die Autokorrektur die Anfangszeichen groß geschrieben werden.
Nun müssen wir noch die unteren Pfeile beschriften. Hier versuche ich, den Text mit der gleichen Variante einzutragen wie zuvor. Man sieht, es ist ein ziemlich langer Text. Man kann nun versuchen, ihn hier noch etwas anzuordnen, indem man die Orientierung des Textes mit ändert. Aber da haben wir jetzt leider keine Möglichkeit, den Text so zu platzieren, dass man ihn komplett lesen könnte. Auch wenn wir eine neue Zeile einfügen, sieht das immer noch nicht sehr gut aus. Deswegen löschen wir diesen Text dort wieder und wir fügen ein Textfeld ein. Dieses ist hier in der Symbolleiste über dieses T oder mit der Taste F2 einzufügen. Dieses Textfeld kann nun frei platziert werden. Man könnte auch hier nochmal etwas am Text editieren. So ist er nun auf jeden Fall besser zu erkennen und die Zuordnung der Linie zum Text ist besser zu erkennen. Es fehlt jetzt noch der Hinweis, dass die Erwerbstätigen das Altersruhegeld durch Steuern finanzieren. Auch das wird wieder über ein Textfeld eingefügt, mit der F2-Taste an die entsprechende Position klicken. Fertig sind wir mit der ersten Variante unseres Schaubildes. Nun hatten wir gesagt, dass das Schaubild noch mit einigen Cliparts modifiziert werden soll. Cliparts sind kleine Symbole, die das Ganze noch mal ein bisschen aufwerten. Dafür können wir die Webseite openclipart.org nutzen. Die dort angebotenen Cliparts können kostenfrei und legal genutzt werden. Wir probieren einfach in der Suche mal das Wort Rentner. Und es gibt die Fehlermeldung, dass keine Cliparts gefunden wurden. Dies liegt daran, dass auf dieser Webseite hauptsächlich englischsprachige Wörter benutzt werden. Da mir das Wort für Rentner gerade nicht einfällt, benutze ich die Seite dict.leo.org, um mal nachzuschlagen, was Rentner bedeutet, Old Age und so weiter und so fort. Also gucken wir mal, was unter Old zu finden ist. Old Man ist doch mal eine Idee, nach der wir auch suchen könnten. Ja, hier sind jetzt schon einige Cliparts, die symbolisieren, dass es Rentner sein könnten. Zum Beispiel der Old Man 2. Diesen wähle ich nun aus, gehe mit der rechten Maustaste auf das Bild und gehe auf Grafik kopieren. Nun ist dies in der Zwischenablage. Ich wechsle wieder in unser Schaubild und drücke die Tastenkombination STRG V, um das Bild einzufügen. Wir können nun dieses Bild in der Größe anpassen. Dieser Clipart ist nun eingefügt. Wir könnten ihn hier daneben stellen. So kann man nun auch mit anderen Cliparts-Verfahren, zum Beispiel Worker für arbeitende Menschen, fertig ist unser Schaubild zum Generationenvertrag.